So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Ja, seit dem letzten Farm-Vlog ist viel passiert. Und zwar haben wir, also einen Tag nachdem ich den Farm-Vlog 2 hochgeladen habe, haben wir unseren IHC verkauft. Den haben wir weggebracht mit einem Autoanhänger. Und ja, ich glaube sogar, den habt ihr mal gesehen, den habe ich euch gezeigt am Ende vom letzten. Weiß ich gar nicht. Und ja, auf jeden Fall haben wir den ersten Schnitt auf 3, also die ganze Fläche, die wir mähen, oder was heißt die verschiedenen Wiesen, die wir mähen, haben wir auf 3-mal mähen aufgeteilt. Und dann haben wir eben an dem Nachmittag dort, also quasi, ich habe den Vlog ja am Samstag hochgeladen. Und am Sonntagvormittag haben wir dann den IHC weggebracht und am Nachmittag haben wir dann gemäht. Es sind circa 1,5 Hektar geschätzt, also ja. Und mal Hand wechseln. Ja, genau. Dann haben wir immer im Abstand von ungefähr, dann haben wir ungefähr 2 Wochen gewartet, weil das Wetter nicht gepasst hat. Dann haben wir nochmal einen Teil vom ersten Schnitt gemacht und dann waren es ungefähr nochmal 2 Wochen. Dann haben wir noch einen Teil vom ersten Schnitt gemacht. Ich habe leider nicht viel gefilmt bekommen, also beim, als wir den ersten Teil vom ersten Schnitt gemäht haben. Also das Ganze ist es an dem Sonntag, wo wir den IHC auch weggebracht haben. Da hatte ich was gefilmt, das ist aber leider verloren gegangen. Und also das hatte ich auf einer SD-Karte, die verloren gegangen ist. Das sind ja diese Micro-SD-Karten, diese ganz kleinen. Und ja, schade. Naja, auf jeden Fall beim zweiten Mal war es dann so, dass ich da zum Großteil gar nicht da war, weil ich in der Schule war. Und beim dritten Mal war ich auch nicht da. Aber da war ich halt gar nicht da. Also da waren, da haben wir auch, ich meine, nee, da haben wir am Samstag gemäht. Dann habe ich, oder mähen lassen, dann habe ich noch am Samstag und am Sonntag habe ich das noch gewendet. Und dann wurde es am Montag auch nochmal gewendet. Und ich meine dann am Montag auch, ich weiß gar nicht, ich glaube es wurde am Dienstag eingefahren dann. Und auf jeden Fall gepresst am Dienstag. Ja, ziemlich sicher. Und naja gut, auf jeden Fall haben wir jetzt vorgestern haben wir den zweiten Schnitt gemacht auf der ersten Parzelle, also wo wir als erstes den ersten Schnitt gemacht haben, auf der Weide, das ist eigentlich eine Weide, die wir, haben wir jetzt noch den zweiten Schnitt gemacht, sind von circa 1,5 Hektar geschätzt, also ja, 4 Ballen rausgekommen und ja, also Grommet, also quasi Heu nur vom zweiten Schnitt, ist auch wesentlich kürzer. Und ja, mal sehen, ob wir das verkaufen oder selber an die Pferde verfüttern. Und ja, genau. Vom zweiten Schnitt habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, vom Denten und vom Schwaden. Und die könnt ihr euch jetzt mal angucken. Ah ja, so jetzt gegen die Sonne ist blöd, gell? Aber gut. Ja, wir haben jetzt hier, heute ist Dienstag, genau. Wir haben jetzt hier schon fertig geschwadet. Es ist jetzt so 17:30 Uhr ungefähr, 17:15 Uhr irgendwie so. Er meinte, er kommt um so gegen 18:30 Uhr zum Pressen. Hier ist jetzt, ich zeige euch immer genau die blöden Stellen. Also hier ist jetzt nicht so gut geschwadet. Das ist normalerweise besser immer am Anfang hier so. Ich werde jetzt hier gleich nochmal mit einer Heugabel hingehen, glaube ich, und das ein bisschen noch zusammen machen, damit es schön ordentlich wird hier. Und ja, bin ich mal gespannt, wie viele Ballen hier rauskommen. So, und jetzt seht ihr mal kurz die Videos vom Wenden und vom Spaten. Vom Mähen habe ich leider nichts gefilmt mit der Drohne. Und vom Wenden noch nur einen kleinen Teil, weil da hat die Drohne ein bisschen gesponnen und da sind es ein Großteil der Aufnahmen nicht besonders gut geworden. Deswegen gibt es da nur einen kleinen Teil und dann das Video vom Spaten. Thank you.
So, was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe euch ja unser Mähwerk noch gar nicht gezeigt, das werde ich gleich noch machen. Ich will das Mähwerk winterfest machen, auf jeden Fall abschmieren. Den Aufbereiter, den wir hinten drin haben, den PZ-Zwecker, das ist ja wie ein Aufbereiter, auch abschmieren. Ein bisschen vorbeugen, gegen Rost behandeln und dann wegstellen. Dann will ich den Hochdruckreiniger rausholen, mal den John Deere, den Wender und den Spader waschen, weil ich eigentlich geplant habe, jetzt in den Sommerferien den, auf jeden Fall den Spader beim Wender, weiß ich es noch nicht genau, zu lackieren, weil wir noch die Farbe vom IHC übrig hatten, weil wir den eigentlich ursprünglich geplant hatten zu lackieren. Und ja. Genau, soweit ist mal der Plan, die Maschine auf jeden Fall mal zu waschen und dann, ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Ach genau, die Ballen vom zweiten Schnitt müssen wir auch noch in den Heuboden raufschaffen, aber gut, das ist jetzt nicht so viel Arbeit. Ja, es ist jetzt 20 vor 10. Mal ziehe ich mal noch kurz frühstücken und danach geht's los. Ja, so, das hier ist unser Mähwerk. Ein Frontmähwerk. Mit stolzen 2,10 Meter Arbeitsbreite. Und ja, es läuft echt gut für sein Alter. Wir haben das vor ungefähr, ich würde sagen, 3, 4 Jahren gekauft. Boah, wobei, das ist sicher schon länger her, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir das von einem Landwirt, der hat vorher damit nur Grünfutter gemäht. So, das hier ist jetzt quasi unser externer Aufbereiter. Den hängt man dann in die Heckhydraulik. Und ja. So, wir sind jetzt hier im Heuboden. Ich war hier selber noch nicht oben, seit der erste Schnitt gemacht wurde. Also wir haben auf der letzten Wiese oder auf dem letzten, den letzten Wiesen, wo wir gemäht haben, also am dritten Teil quasi, am dritten Teil vom ersten Schnitt, haben wir die Rundballen gemacht. Ja. Ich meine, es sollen irgendwie 92 Stück sein. Also wir haben jetzt von denen noch keine verfüttert. Man soll die auch so
sechs Wochen liegen lassen ungefähr, bevor man sie verfüttert. Das ist jetzt, boah, wie lange ist das her? Ja, es dürfte jetzt ziemlich genau 6 Wochen her sein. Das ist auch echt ganz gut, weil wir haben nur noch einen Ballen vom letzten Jahr Heu und dann ist es auch aufgebraucht. Genau, das hier ist natürlich kein Heu, das ist ganz kurz. Da haben wir letztes Jahr eine Weide, die beim zweiten Teil vom Jahr nicht benutzt wurde, gemulcht und das dann einfach liegen gelassen. Da stand es auch nicht wirklich gutes Gras und ich glaube zweimal haben wir es gewendet, also relativ hoch gemulcht, damit man eben mit dem Wender gut durchkommt und dann pressen lassen. Und da sind ist der Ballen rausgekommen und noch ein, ja, Dreiviertel da ungefähr. So, neuer Akku, neues Glück. So, genau, das ist jetzt hier der dritte Ball. Und hier unten liegt noch der vierte. Kann man das erkennen? Ja. Ich hätte gerade eine kleine Reparatur an der GoPro. Und zwar ist quasi links über der Linse ist so ein kleines Ding. Und ist abgebrochen. Habe ich jetzt einmal kurz Gaffer drüber geklebt. Wird schon halten für jetzt gerade. So, ich habe jetzt hier mal das Mähwerk geholt. Ja, genau, das hat 2 Teller. 4 Messer, die habe ich schon abgenommen. Und ja, wir verzichten, also das wird jetzt eingewintert quasi. Wir verzichten da auf Wasser, weil dieses restliche Gras ist vielleicht noch irgendwo in der Ecke hängt. Das trocknet dann schon. Und das ist besser, als wenn man das dann irgendwie mit Wasser irgendwo in die Ecke reinschießt und dann das da in der Ecke vor sich hin modert. Und deswegen werde ich es jetzt einfach mit Druckluft einmal überall durchblasen, die ganzen Ecken und so weiter. Und ja, ab und zu werden die schon mal gewaschen, einfach um dieses ganze Fett-Staubgemisch runter zu bekommen. Aber ja, wie gesagt, weitestgehend behandeln wir die nur mit Druckluft. Was wollte ich noch sagen? Achso, genau. Dann werden wir jetzt hier mal so ein bisschen eine Maßnahme gegen den Rost durchführen, weil hier habe ich schon gesehen, seit dem ersten Schnitt hat sich hier so ein bisschen Rost drauf entwickelt. Das ist jetzt zum Großteil aber wieder weg. Also es war so Flugrost so ein bisschen. Aber da habe ich halt Angst, dass es über den Winter irgendwie dann richtig anfangen zu rosten. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ob das nächstes Jahr überhaupt eingesetzt wird. Naja gut, so mal zum Ding. Also ich habe hier so einen GoPro-Magneten. Also einen Magneten für die GoPro zur Befestigung. Für sowas ist der auch nicht schlecht. Der ist ziemlich stark. Und ja. Hier, das ist ein Deutz-Fahr KM25F. Das ist ein Mähwerk. Wie gesagt, hat 2,10 Meter Arbeitsbreite und hat 2 Trommeln. So, also einmal für alle, die es noch nicht ganz verstanden haben. Also vorne mäht das Mähwerk, das hat keinen Aufbereiter, das ist ein Trommelmähwerk, wie schon gesagt. Das legt das Gras ab, der Schlepper fährt quasi drüber, also die Reifen nicht, aber ja. Und dann kommt hier hinten der Aufbereiter, der ist natürlich normalerweise runtergelassen, läuft auch und bereitet es eben auf. Ich kann es hier einmal zeigen. Also für alle, die es nicht wissen, Aufbereiter ist dafür da, einfach das Heu schneller trocknet. In Silage setzt man das normalerweise nicht ein. Das ist eben an dem hier das Gute, dass man ihn einfach wegnehmen kann, wenn man ihn nicht braucht. Das haben auch, ich weiß gar nicht, ob das bei den Mähwerken auch geht. Und ja, das Gute ist eben, hier kann man schön einstellen, dass er das breiter ablegen soll mit den Blechen da. Dann legt er das auch breiter ab. Dann muss man oft gar nicht wenden am Anfang, sondern kann sich dann noch ein bisschen Zeit lassen. Und ja, genau. So, ich bin mit dem Mähwerk soweit fertig. Auch mit der Gelenkwelle abschmieren, hier auch. Hier habe ich jetzt einmal aufgemacht, weil hier auch die Kette mit Fett geschmiert wird, um mal zu gucken, wie gut die geschmiert ist. Ist ein bisschen nervig, weil, also ich mache das eigentlich jedes Mal nach dem Mähen dann.
Was halt ein bisschen nervig ist, dass man jedes Mal den Reifen runterfahren muss. Hier muss man diesen Stift rausziehen. Wo habe ich ihn? Hier. Der ist da durch. Und ja, das ist halt ein bisschen nervig, aber gut, ist halt so. Um an die Schraube da unten dran zu kommen, da kommt eben das Blech da dann drauf. Und ja. So, dann kommen jetzt hier die Schrauben wieder rein. So, jetzt habe ich hier das Blech wieder drauf. Das ist eben hier unten das Problem. Da kommt man nicht gescheit an die Schraube hin wegen dem Reifen hier. Deswegen muss man den nach unten tun. Und ja, hier sitzt alles wieder schön fest. Ist alles abgeschmiert. Jetzt können sie weggestellt werden. Das Mähwerk und der Aufbereiter. So, ja, gestern ist noch viel vorangegangen. Also wir haben eine Reparatur am Stieger gehabt, an unserem Rasenmäher. Da ist vom Messer die Befestigung quasi abgerissen, wo man das dran schraubt. Und ja, die musste wieder dran geschweißt werden. Jetzt ist das Mähwerk zwar noch nicht angebaut am Stieger wieder, aber ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ob der jetzt immer noch so schön mäht wie vorher oder wie das ist. Und dann habe ich gestern noch Maschinen gewaschen, den Schwader, weil ich den ja lackieren will, und den Johnny. Und wir haben gestern noch was Neues bekommen für den Johnny, aber das seht ihr dann im nächsten Vlog. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Einfach hier in der Mitte wird jetzt ein Ding eingeblendet, da könnt ihr mich abonnieren. Und da auf den Seiten sind noch andere Videos von mir, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.